Hallo und herzlich willkommen zurück bei Flotsam. Nachdem wir in der letzten in der letzten Folge die Schrottschmiede gebaut haben, wo fleißig Schrauben produziert werden, hoffe ich, dass wir in der aktuellen Folge für hochwertigere Nahrung dann auch eine Küche werden herstellen können. Mal gucken, ob hier schon nur Destillerie. So, drei weitere Schrauben. Zack, zack, zack. Dann müssten da ja am Ende nach Adam Riese 7 plus 3 ist 10. Die 10 Schrauben rauskommen, die ich für die Küche brauche. Das Hüttendorf ist komplett geplündert. Dann haben wir hier noch einen Spot offen. Da gibt es noch ein bisschen Schrott. Schrott brauche ich auch, sonst kann ich nämlich in der Schrottschmiede nichts verarbeiten. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne auch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich habe immer noch Probleme mit den Nahrungsmitteln. Ich hoffe, dass der Zähler dann mit der Küche, wenn wir denn nicht zwischendurch verhungert sind, ja, ein bisschen mehr nach oben tendiert. Wir haben das Wasserproblem in den Griff bekommen, da bekommen wir sicherlich auch noch das Nahrungsmittelproblem in den Griff. Ich bin da ganz zuversichtlich. Gleichzeitiges Streamen und Aufnehmen bringt tatsächlich meinen Prozessor momentan an die Leistungsgrenze. Ich hoffe, die Qualität der Videos leidet da nicht so drunter. Kommt davon, wenn man in 4K spielen will, unbedingt. Obwohl ich die Details, das mache ich mal gerade während der Aufnahme, ich habe vorhin mal die Details runtergestellt. Ich glaube, das macht gar keinen Unterschied, ob ich die. So, machen wir doch mal Ultra. Das dürfte ja allenfalls die Grafikkarte belasten. Der Prozessor ist sowieso fast voll ausgelastet. Also. Wenn es schon ein bisschen ruckelt, dann soll es doch wenigstens schön ruckeln. Mit schön ruckeln meine ich nicht viel ruckeln, sondern das Spiel soll wenigstens ruckeln, während es schön aussieht. So, der Schrottschmiede wird nicht mehr gearbeitet. Das bedeutet wohl, dass die 10 Schrauben hergestellt wurden. Werde ich hier mal im Forschungsbaum gucken. Also ein Food Truck. Dein Lieblingsimbiss mit dem besten Essen serviert. Fisch, Muscheln und Sushi. Ja, ich bin begeistert. Ein Food Truck. Today Lobster. Hummer. So, dann werde ich den Food Truck mal gucken, ob ich den da oben hinbauen kann. Food Truck. Der dann noch jedes Mal anrückt und wieder wegfährt. So, Nahrungsmittel. Kann ich nicht bauen. Fehlen noch zwei Schrauben. Warum fehlen denn da noch zwei Schrauben? Ich habe doch 10 in Auftrag gegeben. Oder sind die noch im Transport? Das kann natürlich auch sein. Liegen die hier noch irgendwo rum? Ah, ne. Sind noch gar nicht fertig. Hat noch Material gefehlt. Mensch. Mach mal voran hier. Meine Leute haben Hunger. Ja, zumindest gibt es wieder getrockneten Fisch. Wenn auch nicht viel. Oh, von vielen Reden bekommt man einen trockenen Hals. Da muss ich erstmal nachfeuchten. Zum Wohl. Jawohl.
So, große Materialspots. So, hier können wir noch mal ein bisschen abgrasen. Es ist noch Fisch da. Das bedeutet, wir können an diesem Spot auch noch ein bisschen verweilen. Was macht denn die Möwe? Die Möwe ist noch fleißig damit beschäftigt, Kunststoff einzusammeln. Ah, mit dem Fisch geht's auch wieder aufwärts. Mit dem guten Knabberfisch. Tam, tadam. So, was machen meine Schrauben? Hast du nicht genug Brennholz? Aber wir bekommen das mit der Küche schon noch hin in dieser Folge, da bin ich mir sicher. So, er plündert hier oben so ein bisschen. Die Dinge. Scheinbar haben wir den Viadukt jetzt auch abgegrast. Besser Viadukt als Aquädukt. Jetzt muss das Schiff auch noch einen Bogen fahren, weil ich da den Steg hingebaut habe. Zum Glück habe ich das hier nicht ganz zugebaut und habe geistesgegenwärtig daran gedacht, da ein bisschen Platz zu lassen. Ich denke aber mal, ich könnte hier... jetzt kann ich die Küche bauen. Oder den Food Truck. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dann legt mal los. Kann ich die Möwe auch zum Bauen einteilen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Esteban, die Möwe. Damit haben wir auch alle Quests auf dieser Karte erfüllt. Wir werden aber noch mal ein bisschen weiter Material sammeln. Was ist hier los? Stadtinventar. Warum habe ich dann Ausrufungszeichen? Ich habe noch Platz. Oder ist das, weil der Wassertank fast voll ist? Den wir übrigens hier sehen. Sehr plastisch dargestellt am Stadtherz. Plastisch ist auch genau das richtige Wort für diese Stadt, die einem zu einem großen Teil aus Plastikmüll besteht. Zumindest eine sinnvolle Weiterverwendung für den ganzen Unrat, der dort im Meer rumschwimmt. Sollte man sich vielleicht auch mal für die heutige Zeit überlegen, ob man nicht den ganzen Müll der Weltmeere sinnvoll irgendwo verwenden kann. Ja komm, dann bauen wir weitere Lager. So, wenn wir schon mal dabei sind. Alle guten Dinge sind drei. Aber allen Monks zuliebe baue ich vier. Damit es eine gerade Zahl ist. Ich bin so frei. So, mal gucken, wann sich jemand bequemt, den Food Truck fertig zu bauen. Jawohl. Ich habe Essen ja vor Bauen priorisiert. Ach ja, hier bringt schon der erste Material hin. Die sind echt fleißig dafür, dass nur so wenig Leute in dieser Stadt wohnen.
Ein Riesending für 5 Mann plus eine Möwe. So, dann müsste es dann auch bald mit dem Bauen losgehen. Mein Gott, braucht das viel Material. Ach, die Möwe transportiert auch, wenn sie nichts anderes zu tun hat, auch Material. Ich glaube, so richtig sinnvoll wird das erst, wenn man da mehrere von diesen Möwen hat. Die dann vielleicht wirklich dazu beitragen können, dass alles ein bisschen flotter geht auf dem Floß. Oder in der Stadt. Flotsam heißt Treibgut. Und Treibgut ist Programm in diesem Spiel. So, nun wird er auch endlich gebaut, der Foodtruck. Ja. Ja. Ja, herzlich willkommen auch an alle neuen Zuschauer auf YouTube, Twitch und Mixer, die jetzt erst eingeschaltet haben. In einem Live-LP werden Folgen von Flotsam für meinen YouTube-Kanal aufgezeichnet. Und ihr könnt mitentscheiden, in welche Richtung sich die Stadt bewegen wird. Da kommen wir dann sicher bald nochmal dazu. Spätestens in der nächsten Folge. Die Zuschauer der Konserve können da leider nichts mehr entscheiden, weil sobald ihr die seht, ist die Entscheidung schon längst gefallen und die Fahrt fortgesetzt worden. Aber abonniert und klingelt das Glöckchen gerne und verpasst ihr nämlich den nächsten Livestream nicht und könnt dann auch dementsprechend mitbestimmen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Umso mehr mitmachen, umso besser. Ein ulkiger Foodtruck. Was ein Teil. So, fertig ist er. Hey, in der Voransicht stand noch, es gibt Hummer. Und jetzt ist da ein Schild drauf, Sandwich. Na super. So, was verarbeitet der denn? So, er verarbeitet Knabberfisch. Zu gekochtem Fisch. Oder Sushi. Da braucht er rohe Algen und Knabberfisch dafür. Ich habe ja Algen. Also produzieren wir doch erstmal eine volle Ladung Sushi. So, und hier. Wir werden jetzt ziemlich viel Brennholz benötigen. Ich lasse die mal durcharbeiten hier, fürs Erste, mit dem Brennholz. Da ich es ja momentan nicht zum Bauen benötige. So, da wird Material angeliefert fürs Brennholz. Und der Foodtruck bekommt auch schon Material. Fisch nämlich. Und Algen. Da müsste jetzt nur noch jemand... Ach ja, Feuerholz ist auch schon da. Es brennt! Ich frage mich allerdings wirklich, wofür wird Feuerholz benötigt, um Sushi zu produzieren? Wenn ihr die Antwort wisst, gerne ab in die Kommentare damit. Oder wenn ihr live dabei seid, gerne auch in den Chat. Wir reden drüber, wenn die Aufzeichnung der Folge vorbei ist. So, wir haben alle Spots abgegrast. Mal gucken, was haben wir denn hier noch an Material? Wir haben noch einiges an Holz, wir haben noch einiges an Kunststoff.
Wie sieht's denn mit Fisch aus? Da kommt der Fischer zurück. So, was haben wir denn hier noch an Fisch? Fünf. Ich denke mal, das bedeutet noch eine Fahrt. Dann ist der Fisch auch durch. Also, dann gibt es keinen mehr. So, haben wir hier noch irgendeinen anderen Spot? An den hier oben komme ich nicht dran. Ah doch, jetzt geht's. Ach. Vorhin war das leider nicht möglich, diesen Spot auszuwählen. Gut, dann können wir ja hier in aller Gemütsruhe agieren. So, was fehlt? Fisch. Nährwert. Ein algengewickelter roher Fisch. Ach, das hat einen Nährwert von... Nee. Was hat denn das jetzt? Sushi-Nährwert 1? Gekochter Fisch, Nährwert 1? Nee, das heißt doch bestimmt, dass das Sushi für 3 Punkte hier oben zählt. Gut, das ist eine Early Access-Version und dafür läuft das Spiel schon echt gut und rund. Willkommen zurück. Wir reden gleich nach der Aufzeichnung der aktuellen Folge Night Raccoon. Okay, also Sushi bringt mal richtig was. Und wir werden hier erstmal gigantische Mengen an Feuerholz produzieren. So, die Schrottschmiede muss erstmal nichts mehr machen. Ist ja nicht, wofür brauche ich denn später Rohre? Naja, das gucken wir uns dann nochmal in Ruhe an im Forschungsbaum. Und okay, Google zeigt mir hier ein Bild der Freiheitsstatue. Habe ich irgendwas gesagt, was damit... Ey? Habe ich irgendwas gesagt, was damit in Zusammenhang stehen könnte? Ich glaube nicht. Also das bedeutet ja für mich, ich produziere so lange Sushi, bis ich keine rohen Algen mehr habe. Alles andere gibt ja keinen Sinn. Bis jetzt habe ich auch noch nicht erlebt, dass irgendwas verrotten könnte in diesem Spiel. Da Sushi einfach den höchsten Nährwert hat. Kann ich auch irgendwas wieder rausklicken? Ja, das geht. Ja, pass auf, dann machen wir hier mal unendlich Sushi. Solange ich Algen habe. Und danach wird dann auf Fischeintopf umgeschwenkt. Was für einen Nährwert hat der Fisch denn? Der getrocknete Fisch. Kann ich das auch irgendwo sehen? Der hat einen Nährwert von 0,5. Also sollte ich wohl tunlichst keinen Fisch mehr trocknen. Aus? Nein. Umwidmen. Da wird kein Fisch mehr getrocknet, sondern da wird Holz getrocknet. Auf den Trocken gestellt. Ich habe doch irgendwo noch einen, noch welche. So, ab sofort wird der Fisch... So, da wird nur noch Holz getrocknet. Der Fisch wird ab sofort nur noch im Foodtruck verarbeitet. Das maximiert mein Auskommen, was Nahrungsmittel angeht. Und ich glaube, damit habe ich dann auch das Nahrungsmittelproblem im Griff. Zumindest bis hier möglicherweise deutlich mehr Einwohner in der Stadt sein werden. Wie gesagt, wir bleiben noch ein bisschen hier. Solange es noch Fisch zu sammeln gibt. Wenn es keinen Fisch mehr zu sammeln gibt, werde ich allerdings instant weiterfahren. Der Livestream darf mitbestimmen, wo es hingehen soll. Ich denke mal, wir werden hier im Live-LP eine Folge auf jeden Fall gleich noch aufzeichnen. Aber noch ist diese ja nicht vorbei. Dum-dum-dum.
Truck arbeitet ordentlich. So. Boah, jetzt haben wir aber viel Brennholz. Ich werde mal aufhören, Brennholz zu produzieren, glaube ich. Er soll mir ja nicht das ganze Holz zu Brennholz machen. Zum Bauen brauche ich das auch noch. Kunststoff bräuchte ich mal wieder einen ordentlichen Nachschub. So, also stellen wir hier das unendlich aus. So, packen noch zwei rein, dann hört er nach den nächsten 7 Brennholz auf, Brennholz zu produzieren. Und der Einwohner, der da momentan da drin beschäftigt ist, kann sich wieder anderen Aufgaben widmen. Okay, jetzt wird hier der Fischbestand in der Nähe des Floßes schon angeknabbert, wollte ich sagen. Das bedeutet, nach diesem Fischspot werden wir dann auch weiterfahren. Gut, aber ich denke, wie es weitergeht, schauen wir uns dann in einer kommenden Folge an, wo wir dann hier nochmal, wie gesagt, den Fisch zu Ende abgrasen werden und uns dann auf die Reise begeben zum nächsten Spot auf der Karte. Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.